Berufung eingelegt. Das Protestverfahren im ID 147. Deutschen Derby geht in die nächste Runde. Vergangene Woche wies die Hamburger Rennleitung den Protest des Besitzers des drittplatzierten Chinggis Secret gegen den Sieger Isfahan ab. Nun kam aus dem Direktorium für Vollblutzucht und Rennen die Mitteilung, dass Horst Pudwill gegen diese Entscheidung beim Renngericht Berufung eingelegt hat. Wasir in den Staaten. Am Samstag startet Darius Racings Wasir, in diesem Jahr Sieger im Berliner Oleanderrennen, in Übersee. In Arlington läuft der Rail-Link-Sohn im American St. Ledger. Ein gutes Pflaster für die Deutschen, denn vor gut 12 Monaten triumphierte Peter Schiergens Lucky Speed in Chicago. Serienholde und die großen Namen. Die Pläne mit der frischen Diana-Siegerin Serienholde sehen einen Start im großen Preis von Baden vor. In den vergangenen 20 Jahren gewannen gerade einmal 3 Stuten dieses Rennen. Borgia, Night Magic und zweimal Daydream hießen die Siegerinnen. Eine wirklich illustre Runde, in die sich die Wittekindshoferin am 4. September eintragen könnte.